Spitzenspiel in der Handball-Oberliga. Der Rang 3. HSG Nienburg zu Gast beim 5. dem VfL Hameln. Das Topspiel in Liga 4, das im Hinspiel ja ganz deutlich endete zugunsten der Kreisstädter aus Nienburg. Der VfL also auf Revanche aus und die sollte tatsächlich gelingen. Nur 21 Gegentore ließen Keeper Frank Rosenthal und seine Vorderleute zu. 22 waren es vorne, dementsprechend einer mehr. Und das bedeutet am Ende 22-21. Heimspielsieg im Spitzenspiel für den VfL Hameln. Haupttorschützen Jannis Pille und Tim Jürgens, die warfen 4 Treffer jeweils und der VfL am Ende verdienter, wenn auch knapper Sieger hier in der Halle am Eintrachtweg. Ja, wir wussten natürlich, was auf uns zukommt. Die haben ein Mordsangriffsspiel, spielen extrem viel Tempo. Das heißt, wir haben versucht, sie in den Regelangriff zu kriegen, haben im Gegensatz zum Hinspiel versucht, wirklich einfach mit Block zu arbeiten und Block zu stellen, damit die Torhüter ins Spiel kommen. Das ist am Anfang eigentlich auch ganz gut gelungen. Wir machen vorne extrem viele Fehler, haben viele Fehlwürfe und dann merkt man schon, dass der Kopf ein bisschen runtergeht. Das war eine schwierige Phase, bekommen dann noch 2 Minuten Strafen, Verunsicherung, viel vom Spiel weg, mit Schiedsrichtern gesprochen und über Entscheidungen gemeckert, anstatt den Kopf irgendwie anzulassen. Da habe ich schon ehrlich gesagt ein bisschen das Gefühl gehabt, das darf uns jetzt nicht weggehen. Dann haben wir eine gute Phase, dann kommen wir wieder ran, gleichen aus. Schaffen es aber nicht, das wirklich umzumünzen, sodass wir eigentlich immer das Gefühl haben, dass Nienburg, wenn die nochmal eine Schippe drauflegen in den Tempospiel kommen, uns tatsächlich auch wieder auf Abstand bringt. Das ist nicht passiert bis zur Halbzeit, das war gut. Dann kommen wir aus der Halbzeit raus, läuft eigentlich alles gut. Und dann sind wir auf einmal wieder 3 hinten dran. Und dann hat man gemerkt, oh scheiße, jetzt müssen wir gucken, dass die Zeit, aber müssen auch ruhig bleiben. Das war verdammt schwierig, aber es war dann auch geil, weil wir versucht haben, irgendwie uns da rein zu pushen. Das Publikum hat mitgemacht. Das war einfach geil. Und ja, und dann zum Schluss, muss man ganz ehrlich sagen, ist das Glück irgendwie so ein bisschen auf unserer Seite. Das sind so Nuancen, wo wir Fehlwürfe haben, sie Meter kriegen. Der Freiwurf zum Schluss, wo wir in der Deckung eigentlich schlafen. Block und ich auch so ein bisschen. Und dann ja, zählt er einfach nicht. Und dann haben wir noch einen direkten Freiwurf. Der geht daneben ins Tor. Und wir haben heute einfach ein bisschen mehr Glück gehabt. Aber das brauchten wir auch mal nach den 2 Spitzenteams, wo wir zu Hause verloren haben. Wir wollten dieses Jahr kein Spiel mehr verlieren. Und das haben wir jetzt auch bis jetzt geschafft. War ja auch nur eins. Ja, wir haben uns einfach mal auch in den Auszeiten auch untereinander A gepusht. Also wirklich gesagt, komm, hak die ganze Scheiße ab, die jetzt bisher gewesen ist. Jeder Fehler. Und halt ein bisschen mehr Mut. Wir haben versucht, bei 7 Metern irgendwo noch den Querpass zum Kreis zu spielen. Das haben sie gut zugestellt. Dadurch gehen dann die Bälle weg. Wir haben dann Fehlentscheidungen, wir haben Fehlpässe. Kriegen dann halt auch die Gegenstöße. Das ist der Grund, warum wir auf 3 gehen. Und dann haben wir gesagt, okay, Mut fassen, scheißegal, was jetzt passiert. Wir müssen jetzt einfach machen. Und das haben wir gemacht. Und das hat auch zum Glück größtenteils funktioniert, auch wenn es keine grandiose Angriffsleistung war. Aber dann hast du auch hinten ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr Pep. Und dadurch, dass wir hinten gut gearbeitet haben, haben wir dann auch den Mut vorne gekriegt. Und das war letztendlich, glaube ich, auch so ein bisschen entscheidend, dass wir uns dann nochmal aus dieser Phase rauskämpfen konnten. Ja, ich glaube, man hat beiden Mannschaften angemerkt, dass wir 6-7 Wochen Pause hatten. Gerade im Angriff lief der Ball nicht so. Nicht so die letzte Sicherheit, ob es Passsicherheit oder in den Aktionen, in den Abläufen. Deswegen haben wir uns schon auf einen harten Kampf eingestellt. Ich meine, Nienburg ist auch nicht umsonst auf Platz 3. Komme ich mit voller Kapelle an. War ein brutaler Kampf. Das haben wir, glaube ich, am Ende über die Emotionen gewonnen. Ich glaube, glücklicher Sieg. Kämpferisch vielleicht nicht ganz unverdient, aber ein Unentschieden wäre definitiv genauso gerecht gewesen. Ja, heute definitiv über den Kampf. Wir treffen am Anfang einige schlechte Wurfentscheidungen, beziehungsweise die Wurfqualität ist nicht ganz so vorhanden. Deswegen stehen, glaube ich, nach 18 Minuten hier 4 Tore auf der Anzeigetafel. Danach haben wir uns vorgenommen, etwas mutiger zu spielen, mehr in die Tiefe zu gehen. Da hat man gleich gemerkt, dass wir, weil sie offensiv wurden in der Abwehr, dass wir da auch zu Torerfolgen kamen. Ja, und zweite Halbzeit, wie gesagt, Kampf pur. Da konnten wir nur über die Emotionen kommen. Und am Ende sind wir einfach froh, dass wir 2 Punkte hier zu Hause behalten haben.